So, Freunde, es geht ans Eingemachte hier bei Tales of Arise. Why don't you lighten the mood for us while we're here then? I'll see what I can do. Du hast vieles erwachsen geworden, ich sehe vor allem natürlich sehr. Wir sind hier eben noch auf Planeten Rena unterwegs und ich hoffe, so langsam sicher mal irgendwo hinkommen, wo es, naja, ein bisschen übersichtlicher wird, wenn wir wissen, wie lange wir noch brauchen, bis wir bei Rena sind. Aktuell, naja, kein Plan. Servus! Du kannst alles schaffen, was du willst, Elfen! Du bist Elfen! Der Herrscher! Aber hier ist mal Law! Der Vernichter! Naja, fast zumindest. Hat nicht gut gekratzt, aber hey! Immer ein Kernbrecher ist drin. So. Danke, Shione. Danke, Shione. Danke, Shione. Und weg. Elfen weg, da weg, da weg, da. Ich wollte gar nicht ausweichen. Na komm. Hör auf die Fresse. Diesen hässlichen Kackviech. Oh, sieh gleich durch. Wieder. Also, hier geht mir auf den Sack. Bye bye. Und Bonus. So. Eigentlich will ich ja. Will ich ja, will ich ja. Will ich denn, will ich denn? Ja, das will ich eigentlich schon. Schnell da du hoch, du, du, du. Die Frage sind, die Viecher noch mit? Ja, offenbar, ja. Huch! Null getroffen. Okay, krass. Damit kann ich wieder problemlos ihre Astralarte-Wirkung unterbrechen. Das ist natürlich erfreulich. Say no more. In a bind. Orochi's fury. Glacier spear. Hold on to your heart. Here I come. Here you go. I'm gone. See what happened there as you crossed me. I shouldn't have done that. Na toll, danke Law, dass du uns unterbrochen hast hier. So, haben mitgenommen mit den Erfahrungsboost. Ja, die Sekunde gleich vorbei sein. Hat echt lang gehalten, ey. So. Oh Gott, ich dachte gerade, wäre irgendwie nochmal ein Viech oder so. Jetzt aber ein paar Edelmetalle hier, das wundert mich ein bisschen. Doch schon näher am Ausgang, als ich dachte. Also eigentlich in dieses Gebiet wirklich eine gespiegelte Version und natürlich auch noch auf dem Kopf stehend, also gespiegelt auf der X- und Y-Achse, also quasi dreidimensional gespiegelt. Wenn das wirklich so eine sein soll, dann ja, wobei dreidimensional wäre noch Z-Achse, ist glaube ich noch, nee, 3D stimmt gar nicht, ist noch 2D. Entschuldigung, ist auch eigentlich egal. Auf alle Fälle, was ich eigentlich sagen wollte, wenn sie eigentlich eine Spiegelung sein sollte. Hier Tarfial Helgahari, eine Spiegelung von Gekam Helgahari, keine Ahnung, was das genau bedeuten soll in der Sprache von Rena. Müssten ja eigentlich noch
zwei, drei Ebenen kommen. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Und es leuchten Dinge nicht diejenigen, die viel Kohle gebracht haben noch. Oh, wir machen den gleichen Fehler bei dem Viech. Ja, kommen sie alle zurück. Jetzt taucht er hier auf. Ja, Healing Art ist eine gute Idee. Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich aufgepasst. Nicht mehr viel HP, ja. Da müssen wir mal ganz kurz intervenieren. Ah toll, diejenigen, die einen heilen sollten, ist gerade down. Vielleicht muss man ganz kurz da auswitchen. Servus! Er ist echt flink. Seh dich! Schion, was treibst du denn immer dort? Ich nehme mal voll den fetten Schaden. Oh, Alter. Rampage Mode. Okay, wurde unterbrochen, sehr gut. Na, Kleiner. Okay. Eigentlich wartet darauf, dass er angreift. Was macht Kisao? Sie greift ihrer Stelle an. Die natürlich auch, aber auch kein Problem mit. Ja, du bleibst erstmal liegen, Kumpel. Sag, du bleibst liegen! Was ist los mit dir? Phoenix Cyclone! Step back, this one's all law! How long has it been since I last went this hungry? Okay. Jetzt sind die Dinger weg. Den Boost, den wir hatten. Ja, natürlich jetzt nicht ganz so schön. Wir haben da noch ein paar Gegner vor uns. Aber ich hoffe, dass wir nachher wieder rauskommen. Sobald wir da irgendwann noch still sind, wo wir uns teleportieren können. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir nehmen die jetzt trotzdem mal noch mit. Auch ohne Erfahrungsboost. Aber wir gehen erstmal auf die schwächeren Gegner los und können die Boni mitnehmen. Die wir durchs Besiegen von Gegnern erhalten. Na, da ist noch zu früh. Wo ist der andere? Hör mal! Was? Was ist denn
Seh nix mehr. Wo ist der andere Typi? Komm weg, okay. So, Leute, jetzt darfst du. Schwachstelle. Jetzt. Okay, und weg. Nee. Oh, zweimal. Nee. So, warte mal ein bisschen früher. Na toll. Alter, Serienattacke, auch das noch. Nee. Den machst du jetzt mal nicht. Aber jetzt machst du den hier. Das Ganze ohne Bonus. Also auch schon, aber jetzt nicht so einen Bonus, den ich gehabt hätte. So, ja, das hier geklärt. Ja, kann man so sagen, aber wir machen trotzdem guten Fortschritt. Vor allem, ich habe noch nachgeguckt, Freunde. Als wir hier auf Rena gelandet sind, das war einer dieser Speicherdinger, Speicherslots, da hatten wir den noch nicht. Das war noch Lenegis hier. Hochfläche GKM Helgahari. Rena in der Welt des Todes, erkunden Gegend, waren Level 45. Das war aktuell 54. Hat schon mal 9 Level hier gelevelt. Mal schon mal heilen? Nee, noch nicht. Könnte sein, dass wir jetzt gleich Glück haben. The astral energy here is so dense. It's like trying to walk through water. I know the Great Spirit's will is in the center of Rena, but with the world in this state, the entire planet has become its body, right? So doesn't that mean we're already inside it? I would say that is horrifyingly correct. After all, the further we climb, the denser the astral energy becomes. What's the matter, Rinwell? Are you not feeling all right? No, it's nothing like that. It just feels like the energy here is a little more intense than it was before. You mean Rena's energy? Yeah. It's like when I made contact with Dana's will in the wedge. It's almost as though I can understand what Rena's will is thinking. But Rena's will is supposed to be a lot stronger. Aren't we risking the Great Spirit controlling us if we interact with it directly? I don't think we have to worry about that. Rena's will is only supposed to control true Renans, like the Helganquil. If we can discern what the Great Spirit is thinking too, we might learn something, a weakness. But just to be safe, let me contact it alone. Are you insane? Rinwell, you're gonna... Rinwell! There was only meant to be one world. And your goal is to make them one. Is this fear? Are you all right? Rinwell? Rinwell, are you okay?
No, I'm fine. I think. What were you thinking? You could have gotten yourself killed. He's right. You had us all terrified, Rinwell. I'm sorry. I really, really am. But I know now. I know how the Great Spirit thinks. I know what it wants. How it feels. Rena's Great Spirit wants to complete the world. What's that supposed to mean? Are you saying it's trying to make something? Yes, exactly. Originally, Danna and Rena were meant to be one world. But that never happened. They've stayed separated, and the Great Spirit wants to finish the process. What do you mean, one world? How is that even possible? I don't know, but its will is clear. That's what the Great Spirit is trying to accomplish. The only problem is that since Rena's energy isn't evenly spread like Danna's, it seems like it'll vanish before that happens naturally. So it's trying to absorb Danna while it still can, so that it can force the two planets to unite. Is that what you're saying? The Great Spirit is scared. But it's not scared the way a rational person would be. It's more raw and undiluted, like just pure fear. Like an animal, acting out of instinct. Although, admittedly, an animal would be easier to communicate with. At the very least, I have my doubts that it recognizes us as sentient beings with a reason for coming here. Earth, water, fire, and wind energy exist in both worlds, but only darkness and light can be found within Rena and Danna, respectively. The Rennis Alma, as far as we know, the only host capable of harvesting the astral energy, is composed of all six. Knowing all that, Rinwell's findings do sound plausible. That sounds a lot like Xion's thorns, doesn't it? The whole reason the Great Spirit is trying to unite Danna and Rena into one world is in order to save itself. And if her thorns are part of the Great Spirit, then they must also be trying to save themselves? Alphen, what is it? We thought the only way to free your thorns was for you to die. Yet despite that, they seem to be doing everything in their power to stop that from happening to you. Something wasn't adding up. But then I just realized something. If the Great Spirit doesn't want to die, then neither would your thorns. Those same emotions, that fear, that determination, and its energy must have been the same thing that was keeping you alive. You were its vessel. In that case, is that why her thorns caused so much pain to anyone who touched her? Because they were trying to protect themselves? If that's all true, then, well, it's more than a little ironic. The Great Spirit merely expresses its desires. I imagine it was the Helganquil who were likely tasked with putting together and implementing an actual plan. Xion. I'm okay. We need to hurry and clean this mess up before it gets out of hand. Still, even if the current state of the world is wrong like you said, does that really make everything okay? If the world had been whole from the start, as it should have been, there'd be no Danna and no Rena, no masters or slaves, no lords, no crown contest, maybe just peace. Unstillbarer Hunger. Rette Schione und ganz Danna. Oh, das ist mal eine ganz nette Quest. So, ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben irgendwie seit dem Beginn der Cutscenes irgendwelche so Flimmern hier im Bild. Zum Teil hat ein ganz kurzer Ton noch ein bisschen geruckelt. Ich habe keinen Plan, was da los ist, Freunde. Ich werde nach dieser Folge mal den Rechner neu starten, weil die PS5 wird es nicht sein, die da spuckt. Ich habe das Gefühl, entweder liegt es gerade an der Elgato-Software. Könnte auch die Hardware sein. Oder irgendwie meinen Monitor, weil hier der 2 Monitor, wo ich irgendwie so, ja, eigentlich die Spiele aufnehme, ich über die Elgato streame, da spiele ich so Konsolenspiele, vor allem jetzt gerade wieder, hat es kurz geflackert, irgendwie, eben mache ich alles über den zweiten Monitor und der zweite Monitor in letzter Zeit macht immer ein bisschen mehr Probleme. Und ersetzen, ja, will ich ihn schon länger, nur momentan noch ein bisschen schwierig, von der Kohle her und so.
Kohle, Kohle, Kohle. Genau. Das viel dazu. Fluchbrecher, okay, ein Gespräch, nachher durch die Tür gehen. Ey, das stimmt hier nicht gerade. Ich muss echt mal einen Rechner neu starten. Wir haben ein ganz kurzes Gespräch, das klingt, glaube ich, noch hin, bevor ich, glaube ich, alles abschmiert. Ich habe das Gefühl, das wäre wegen Countdown. Also müssen wir beeilen, weil sonst stirbt die ganze Welt. To think, all this started because of the great spirit's desire to keep living. The only reason it craves energy is because it's dying from starvation. When you think about it like that, maybe the things it's done aren't so strange after all. If Rena had been more like Dana, things would have worked out a whole lot better. It's like Hevrecht 35 told us. The Danann and Renan spirits are meant to be completely different beings. Rena's energy amassing in one place led to its developing a powerful will. But that also made it crave energy, sapping Rena dry until it perished. Whereas Dana's energy is dispersed, meaning its will never developed to the same extent. And without that hunger, Dana the planet was spared. As for which is correct, well, I'm not sure it's our place to even say. Still, I can't help but think it reminds me a lot of the dichotomy of the human condition. Dichotomy? Those who know not satisfaction are driven to keep devouring without limit. But those who are content with their lot in life rarely fulfill their potential. I imagine it's likely that the larger Rena's great spirit grew, the more and more powerful its hunger also became. Everything in moderation. When all's said and done, maybe that's the hardest thing for people to learn. Vielleicht. Okay, Freunde, gehen wir gerade ein bisschen auf den Sack. Wir machen heute ein bisschen früher Schluss. 21:50 Uhr. Ja, muss reichen. Dann sage ich mal, danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal zurück bei Tales of Arise. Dann hoffentlich ohne Flimmern. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Kontrast irgendwie auch plötzlich ein bisschen höher als eigentlich normalerweise gewesen wäre. Creepy. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.